Querdenken ist eigentlich eine Initiative aus Stuttgart, die Versammlungen organisiert hat und nach wie vor organisiert gegen die Corona-Maßnahmen. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, die das machen. Querdenken steht mittlerweile aber aufgrund ihrer Rolle und auch ihrer Ausstrahlungskraft repräsentativ für sämtliche Gruppierungen, Initiativen. Also wir haben es da mit einer Szene zu tun, mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Milieus. Freiheit! Meine Grundrechte. Die Hooligans beeinflussen nicht die Querdenken-Demo, sondern die schließen sich da einfach an. Das Radikale oft auch, die ich nicht bin. Ich bin nicht rechtsradikal. Die aber eine Sache gemeinsam haben. Sie wollen nicht die Widersprüche, die Komplexität dieser Welt, wie sie gerade ist, mit einer Pandemie, mit vielen offenen Fragen wahrhaben. Und dafür flüchten sie sich in Verschwörungserzählungen, in einfachen Erzählungen. Sie sehnen sich nach einer Ordnung, nach einer einfachen Ordnung. Es ist auch so eine Art autoritäre Sehnsucht. Sowohl Verschwörungserzählungen als auch ein bisschen darüber hinaus dieser Wunsch nach einer Einfachheit, der lebt natürlich ganz anders davon, wenn man Feinde hat, wenn man die benennt. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Und ich sehe das, was hier gerade passiert, auch als eine Art Diktatur. Es gibt schon lange einen Diskurs, wo man eben diese Jahre kleinredet, diese Jahre vergleichbar machen will mit den heutigen, um sich selbst als Opfer zu inszenieren. Ich glaube, es ist aber gefährlich, wenn man darauf als Demokratinnen, Demokraten so reagiert, dass man Verbote fordert, dass man eine härtere Repression fordert. Das ist auch nicht dienlich für eine demokratische Kultur. Ich glaube, die Politik sollte vor allem das Ganze ernst nehmen und nicht sich flüchten in so pauschalisierende Begriffe wie das sind alles Idioten, Schwurbler und so weiter. Es ist ein großer Fehler der Politik, wenn sie jegliche Kritik in so ganz staatstragender Manier in diese Querdenken-Ecke schiebt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sie in den Entscheidungen bezüglich der Corona-Maßnahmen transparent ist, vielleicht auch ein Stück transparenter als bisher. Und zum anderen, denke ich, muss sie auch, wo sie kann, dieses Spiel auch benennen, was getrieben wird. Und das hat sie meiner Meinung nach ganz gut in der Aktuellen Stunde nach dem Beschluss im Bundestag. Wer das Gesetz zur Minderung der Corona-Folgen gleichsetzt, verharmlost den Faschismus und verhöhnt seine Opfer. Aber meine Damen und Herren, wir lassen uns von Rechtsextremen nicht auf der Nase herumtanzen, weder hier im Parlament noch anderswo, meine Damen und Herren. Und lassen Sie sich das gesagt sein. Es gibt auch eine legitime Kritik. Es gibt zum Beispiel soziale Kritik. Was ist mit bestimmten Berufsgruppen? Was ist mit bestimmten Branchen? Wer zahlt auch wie? Und das ist eine Kritik, die basiert auf meiner Meinung nach sehr rationalen Argumenten und vor allem leugnet die nicht die Realität und die Pandemie. Und die muss auch anders behandelt werden. Und zu guter Letzt, denke ich, ist es wichtig, dass die Politik auch die Betroffenen und die Fachstellen stärkt und denen auch wirklich ein Signal gibt, dass sie denen den Rücken stärken. Wir kennen das aus vielen solchen Bewegungen, dass irgendwann diese Versammlungen, die Demonstrationen auch nicht mehr ausreichen und Menschen sich radikaleren Mitteln und militanten Mitteln bedienen, da sie sonst meinen, ihre Ziele nicht zu erreichen. Ich glaube, die Verschwörungsszene wird nicht einfach so weggehen von alleine. Sie werden immer Geschichten finden, sie werden immer an aktuellen Ereignissen Geschichten erzählen und ihre Storys knüpfen mit eben den typischen Akteuren, die Hintermänner und das Volk, was unterdrückt wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Verschwörungserzählungen im Alltag zu begegnen. Das muss niemand allein machen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Fachstellen, die einem dabei helfen. Ich glaube, es ist in solchen Auseinandersetzungen wichtig, Widerspruch zu leisten, nachzufragen, selbst Haltung zu zeigen, sich davon nicht einschüchtern zu lassen und gegebenenfalls auch mit anderen Menschen zusammen sich zusammenzutun und für eine demokratische, kritische, auch selbstkritische, aber eben nicht realitätsleugende Sicht zu stehen.